Willkommen zu diesem kurzen Vlog-Video und es wird diesmal nicht ganz so schön gemacht sein wie die anderen Videos, aber ich wollte euch einfach einmal auf dem Laufenden halten, was ich die letzten Tage hier so in der Halle gemacht habe. Den machen wir kurz aus. Ihr seht es hier schon so ein bisschen versteckt. Ich teste gerade den Sowohl SV03, also der kriegt so ein bisschen einen Härtetest. Ihr seht schon, hier sind so ein paar fiese Modelle, die ich euch gleich einmal kurz zeigen kann, die ich mit dem Sowohl gedruckt habe. Ich habe hier auch noch zum Beispiel ein schönes Display für den Sowohl SV03. Das werde ich jetzt in dem Review auch noch gleich noch einmal anbauen und einmal testen. Und die anderen Tage habe ich hier so einen Prototypen für den Druckereigenbau gedruckt. Also es ist ein Halter für einen Extruder. Ich nehme die Kamera einfach einmal am besten mit und zeige euch, wie ich hier diesen Prototypen für diesen Extruder konstruiert und jetzt auch getestet habe. Ihr wisst ja, ich baue gerade den Printcore One, den Eigenbaudrucker. Ich schwenke einmal kurz rüber. Der da drüben steht, das ist der Drucker, den ich quasi für mich benutze mit der Wasserkühlung. Aber der Seriendrucker soll natürlich nicht auf Wasserbasis laufen oder auf Wasserkühlung. Und ich habe ein paar Extruder durchgetestet und habe auch unter anderem Sebastian hat mir den BQ2, glaube ich, oder H2 Extruder mal bestellt zum Testen. Und hier seht ihr den, der ist wirklich super, super klein und der gefällt mir so von der Bauform her sehr, sehr, sehr gut. Und hier seht ihr auch schon das Endprodukt, was ich die letzten Tage so gemacht habe. Das ist hier der Lüfterhalter. Und bevor ihr das euch eigentlich angucken solltet, zeige ich euch einmal kurz, wie ich sowas starte. Hier seht ihr nämlich unter anderem die ersten Prototypen, die ich so gedruckt habe. Hier ist der erste in Orange aus PETG von Material for Print. Und hier seht ihr auch schon, die erste Idee, die ich hatte, war, dass ich hier die Lüfter über so eine kleine Nase festhalte. Das hat aber im Endeffekt nicht so gut funktioniert. Also im Endeffekt war das das erste Ausschussteil. Hier ist nochmal ein zweites Teil. Da habe ich dann mit Bohrungen versucht, diesen Lüfter, der da rankommen soll, zu halten. Das hat mir dann im Endeffekt aber auch nicht ganz so gut gefallen. Hier sieht man, habe ich auch noch gar nicht die ganzen Lüftungsschlitze drin. Also wenn ich so einen Prototypen erstelle, erspare ich mir immer erstmal die kompletten Feinheiten in so einem Bauteil und mache erstmal das ganz Grobe und gucke erstmal, ob die Passform überhaupt passt. Hier unten seht ihr auch, hier habe ich gleich auch noch mal ein bisschen was verändert. Also war dann auch der zweite Versuch, Ausschuss. Dann ging es weiter, hier habe ich noch mal den seitlichen Arm etwas verstärkt, wo gleich der Extruder dann mit dem Lüfterhalter noch mal verbunden ist. War auch nicht so dolle. Und dann habe ich angefangen und habe mir gedacht, Mensch, ich möchte diese Lüfter, die hier auf diesem Lüfterhalter drauf sind, ich möchte die irgendwie gar nicht mit einer Schraube festmachen, weil das ist mit dieser Schraube an der Position hier hinten, da müsste man hier so einen Halter nochmal hoch modellieren, der dann hier an dem Lüfter dran sitzt. Und ah, das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Und dann dachte ich mir, Mensch, warum klippst du die Dinger nicht einfach in diese Halterung rein? Wie gesagt, der erste Versuch war ja hier mit diesen Nasen vorne dran. Hier, ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Hier, da sind so kleine Nasen dran, die dann in den Lüfter einrasten sollten. Hat nicht so toll funktioniert. Und dann kam ich auf diese Idee. Ich weiß nicht, ob ich das erfunden habe, aber auf jeden Fall habe ich es noch nicht so gesehen irgendwo. Ich habe einfach hier diese Wand ein Stück hochgezogen von diesem Halter. Habe dann hier ganz kleine Nasen reinkonstruiert, die so ein bisschen Spannung erzeugen. Und hier ist so eine kleine Rastnase an der Seite. Und die Dinger rasten jetzt richtig schön hier so ein. Das war ein bisschen fummelig, aber die Lüfter halten jetzt. Ich habe hier diverse von diesen kleinen Bauteilen gedruckt, um zu testen, wie groß muss die Rastnase sein, wie groß muss diese Verbreiterung hier sein, dass das schön klemmt. Aber jetzt im Endeffekt passt es super und hält auch komplett ohne Schrauben. Ihr seht es hier schon, ich habe eine Dualkühlung mir ausgedacht, oder was heißt ausgedacht? Ausgedacht, klingt immer doof. Mir überlegt, dass ich hier zwei Lüfter ranmache, die von beiden Seiten dann später hier schön aufs Bauteil kühlen. Es ist wahrscheinlich zu viel, aber ich finde es immer schön, wenn man Reserven hat. Und ja, so wie der jetzt ist, hier habe ich jetzt auch schon die ganzen Lüftungsschlitze reinkonstruiert. So wie er jetzt ist, wird er wahrscheinlich das erste Mal dann auch an den Drucker rankommen. Und ja, dann machen wir damit die ersten Tests. So entstehen meine Prototypen. Wie gesagt, ich fange immer ganz schlicht an. Und diese ganzen schönen Sachen und Schriftzüge, so wie jetzt hier unten zum Beispiel, sowas mache ich dann immer erst ganz zum Schluss. Okay, wir gehen einmal rüber zum Sowohl und gucken uns mal an, was da so los ist. Da ich ja zwischendurch, während ich so einen... Boah, sitze ich tief. Da ich ja immer relativ viel Zeit habe, während der Drucker jetzt hier so eine Testobjekte druckt, muss ich mir auch immer so ein bisschen was anderes suchen, was ich zwischendurch mache. Deswegen springe ich so ein bisschen immer von Projekt zu Projekt. Hier seht ihr zum Beispiel, habe ich jetzt den kompletten Rahmen für den Seriendrucker schon fertig. Und jetzt warte ich halt immer noch so auf die ganzen Blechteile und die...
und die Polycarbonatteile und so weiter. Und während ich darauf warte, mache ich dann hier die Testdrucke oder diese Prototypen-Sachen und konstruiere die und baue die und gucke, ob ich da was verbessern kann. Und bei dem Sovo SVL03 habe ich jetzt angefangen, ihr kennt das ganz klassisch mit so einem einfachen Benchy, das ist natürlich Pillepalle, das kriegt so gut wie jeder Drucker hin. Dann habe ich hier weitergemacht mit so einem kleinen Pac-Man, so Voronoi heißen die, glaube ich, das ist so eine Lochstruktur in den einzelnen Modellen, die zu drucken. Dann habe ich hier schon mal so einen kleinen Totenkopf gedruckt. Ich zeige nicht zu viel, weil ihr sollt euch natürlich auch noch das Review angucken, was ich euch gerade vorbereite. Und zum Schluss habe ich jetzt einmal hier diese kleine Katze gedruckt, auch in diesem durchlöcherten Muster. Und ich muss sagen, das zeige ich schon mal kurz, das Bild. Das sieht richtig gut aus. Der Härtefall ist aber immer noch dieser kleine Totenkopf hier. Der ist super, super schwer zu drucken. Aber die Katze sieht top aus. Okay, aber zu dem Review zeige ich euch dann mehr in dem eigentlichen Video. Aber wir gehen jetzt einmal noch rüber zum Printcore One, zu dem Eigenbaudrucker, denn da wollte ich heute einmal die Oberfläche von dem Druckbett wechseln. Vielen, vielen Dank auch an denjenigen, der mir hier dieses Cap geschickt hat. Ich weiß nicht, von wem es ist. Der Absender war irgendeine Firma, glaube ich. War von meiner Amazon-Wunschliste. Vielen, vielen Dank für dieses schwarze Cap. Das wollte ich mir sowieso schon mal holen. Und ja, jetzt habe ich es. Passend zum Raum natürlich alles wieder in schwarz. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall, hier ist der Drucker-Eigenbau, wo ich jetzt immer mal wieder so ein bisschen drucke und Testversuche mache. Ist gut. Ja, unter anderem drucke ich gerade den Lüfterhalter, den ich euch gerade gezeigt hatte, aus PC-ABS und zwar von der Firma Material for Print. Ist ja auch noch eine Testspule und das Zeug ist wirklich eines der stabilsten Materialien, was man momentan kriegen kann. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig zu drucken. Also einem Anfänger würde ich das jetzt nicht empfehlen, weil die Drucktemperatur bei so ca. 280 Grad liegt und die Druckbetttemperatur bei 110. Und normalerweise drucke ich dieses PC-ABS oder auch ABS oder ASA generell immer auf einer der Printplates. Ich habe hier die Extreme-Version genommen und ich empfehle da immer, wenn man ABS oder ASA drauf druckt, diese Acetonmischung mit einem bisschen Filament, ASA oder ABS drin aufgelöst aufzutragen. Ich bin manchmal ein bisschen faul, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe jetzt hier Hälfte gelassen, also einmal unbehandelt und einmal habe ich das bestrichen, weil ich nicht ständig das Druckbett wechseln wollte, wenn ich jetzt von PETG auf ASA oder ABS wechsle. Ich habe dann einfach immer im Slicer das Modell entweder hier oder hier positioniert im Drucker und musste dann die Druckplatte nicht wechseln. Aber das ging mir so ein bisschen auf den Kranz in letzter Zeit und wir haben dann so ein bisschen rumgespielt mit diesen PIE-beschichteten oder, also ich weiß nicht, ob sie pulverbeschichtet sind oder einfach nur beschichtet sind. Ich glaube, sie sind fast sogar einfach nur beschichtet. Und ich wusste, dass auf diesen Platten hier, diese Federstahlbleche mit PIE, ich wusste, dass da PLA und PETG und so ein Quatsch sowieso drauf hält. Die Frage war jetzt aber, hält auch ABS und ASA da drauf? Ich habe dem Basti dann testweise mal diese Platte mitgegeben oder eine andere Platte, die genauso ist. Und er sollte dann testen, ob das hält. Und er hat mir geschrieben oder ein Video geschickt, yo, ASA von Material for Print hat er drauf gedruckt, hält bombenfest. Das Teil hat sich eher zerrissen, weil es Wärmeverzug erlitten hat, weil es halt nicht in dem Gehäuse stand. Und deswegen dachte ich mir, so, jetzt in den Druckereigenbau kommt auch diese schöne, edle, goldene Platte hier rein mit PIE und unten drunter natürlich hier so eine Magnetfolie, dass ich das Ganze wechseln kann. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich diese Platte auf 110 Grad erhitze, könnte die Magnetkraft eventuell ein bisschen darunter leiden. Das heißt, ich werde zusätzlich wahrscheinlich noch mal ein paar Klammern seitlich ranmachen. Die Klammern brauche ich dann höchstwahrscheinlich später, aber nicht, wenn ich einfach nur PLA oder PETG drauf drucke. Also die ist dann wirklich bloß für die hochtemperaturmäßigen Filamente. Also Quatsch, wo du halt eine hohe Druckbetttemperatur brauchst. Ja, die werde ich heute aufkleben und dann den ersten Testdruck mit PC-ABS von Material for Print einmal testen, ob auch das Zeug auf der Platte hält. Ich bin gespannt. Wir machen jetzt diesen Lüfterhalter da nochmal an auf der Druckplatte und dann werden wir gleich mal sehen, ob sich das gut ablösen lässt, vielleicht sogar zu fest drauf ist oder auch schon vorher abfällt. Hier im Hintergrund seht ihr übrigens ein neues Logo in unserer Werkstatt. Danke an Basti, der das Ding angebracht hat und danke an meine Eltern, die mir das hier zur Einweihung geschenkt haben. Das ist so eine Neon-Reklame, sieht super cool aus, finde ich. Ja, danke auf jeden Fall dafür nochmal. Was ich gerade vergessen hatte, und zwar, ich hatte einen einen Fehler in meinem Eigenbaudrucker. Und zwar nach dem letzten Druck oder die letzten zwei Druckvorgänge hat sich das Hotend dermaßen aufgeheizt, dass das Filament im Heatbreak schon geschmolzen ist. Und das war eine Riesensauerei, das Ganze dann sauber zu kriegen. Es hat sich herausgestellt, dass bei mir die Pumpe einfach nicht mehr angesprungen ist von der Wasserkühlung. Ich habe dann erst gedacht, nein, ist die Pumpe vielleicht kaputt gegangen? War ihr das irgendwie doch zu warm da drin? Ich habe das Ganze dann mal durchgemessen. Ich steuere das Ganze ja über ein Step-Down-Modul an.
Es hat sich dann herausgestellt, dass das eigentliche Step-Down-Modul da drin einfach zu klein ausgelegt war und die Ströme zu hoch sind, die da durchgegangen sind. Das Ding wurde dann ziemlich heiß, hatte Aussetzer und irgendwann hat die Pumpe dann so viele Aussetzer gehabt, dass sie einfach die warme Luft vom Extruder nicht mehr wegtransportieren konnte. Und dann hat sich das halt so sehr aufgestaut, dass das Filament im Heatbreak schon geschmolzen ist. Ich habe da jetzt eine stärkere Nummer bestellt. Das Ding hält, glaube ich, 20 Ampere oder so aus, das nächste Step-Down-Modul. Und das sollte dann definitiv auch ausreichen, um die Pumpe da dauerhaft zu betreiben. Was ich jetzt vorhabe, ist relativ einfach. Die Druckplatte so ist ja schon blank oder eben. Ich werde jetzt einfach hier diese Magnetfolie nehmen und ich werde mit einem Locheisen mir noch vier kleine Bohrungen ausstanzen, und zwar da, wo später dann die Schraubenköpfe sitzen, dass ich da später auch mal rankomme. Ich glaube zwar nicht, dass ich da jemals noch mal ran muss, aber es ist immer schöner, wenn man rankommt. Das heißt, hier kommen vier Löcher rein. Das Ding wird aufgeklebt, da zeige ich euch nochmal einen Trick in Anführungszeichen oder mein Vorgehen, wie ich solche Sachen raufklebe, die jetzt mit so einer Transferklebefolie versehen sind, sodass man das auch blasenfrei raufkriegt. Ja, und dann testen wir den ersten Druck mit ABS-PC. Also die Bohrungen, die passen anscheinend, die ich hier gesetzt habe. Also man kommt noch an die Schraubenköpfe später ran. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, wenn ich so eine Transferklebefolie raufklebe, ist natürlich erstmal das Ganze mit Isopropanol schön fettfrei sauber machen, dass man hier keine Rückstände drauf hat, obwohl diese Transferklebefolie eigentlich so brutal ist. Ich glaube, selbst wenn da ein bisschen Fettfinger drauf sind, wäre das gar nicht so schlimm. Aber man sieht, hier ist trotzdem immer noch so ein bisschen Dreck dran. So, und als Nächstes nehme ich jetzt meine Magnetfolie in dem Fall und ich mache das jetzt so. Es gibt wahrscheinlich tausend Wege, wie man das machen kann, aber ich habe jetzt mit diesem Vorgehen habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich gucke mal, dass ich das hier auch ordentlich scharf gestellt kriege. Also ich ziehe mir jetzt an einer Ecke, ziehe ich mir hier diese Schutzfolie ab. Oh, jetzt muss ich natürlich gucken. Jetzt habe ich dadurch das Abstanzen, habe ich da so ein paar Reste dran. Die werde ich mit einer Pinzette noch mal kurz abmachen gehen. Also ich ziehe mir das jetzt ein Stück weg, ungefähr so, handbreit. Klappe mir das hier einmal um und falze das so ein bisschen hier, diese Schutzfolie. Und jetzt lege ich mir die Magnetfolie, Achtung, das darf jetzt natürlich erstmal nicht drauf pappen, lege ich mir das hier auf die eine Kante so hin, wie ich das später haben will. So, sodass alles passt. Das Schöne ist, durch diese Falz hier unten klebt das nicht sofort fest hinten. Das steht dann quasi so ein bisschen ab. Also man braucht da nicht Sorge haben, dass es sofort festpappt. So lege ich mir das hin, so. Halt das fest und erst jetzt gehe ich hinten in die Ecke, da wo der Kleber nicht mehr drauf ist, und streiche einmal von innen nach außen das Ganze so fest. Und jetzt ist meine Platte oder das, was ich hier verkleben will, schon auf Position und kann sich eigentlich nicht mehr bewegen. Und ich habe hier noch die Möglichkeit, das Ganze so ein ganz bisschen minimal fein zu justieren. Jetzt wird es relativ einfach. Ich klappe das jetzt hier hoch und gehe dann so mit der Hand unten rein und greife dann die Folie mit zwei Fingern so hier. So. So, und jetzt kann ich das nämlich von unten wegziehen. So, ich ziehe das jetzt mal ein Stück. So, und jetzt wäre es am besten, man hätte so ein Rakel, womit man das so rausragen kann. Ich habe jetzt hier einfach nur ein rundes Objekt, das ist hier ein Thermometer. Und damit ziehe ich das jetzt hier quasi von der Ecke einfach einmal komplett rüber. Und mit der anderen Hand ziehe ich diese Folie immer weiter ein Stück ab. Das Schöne ist, ich weiß, ich bin 100% auf Position und brauche jetzt hier nur noch mit dem Finger unten das raus. Oder abziehen und glatt streichen. Muss ich einmal gucken, dass ich hier nicht auch noch so einen Rest dran habe von dem Lochen. Ja, wenn ihr das auslocht, pass auf, dass euch da nicht irgendwie was hängen bleibt an den Bohrungen auf der anderen Seite. Also wie ihr seht, es hat wunderbar funktioniert. Ich habe keine einzige Luftblase unter dieser ganzen Fläche. Einige, die das professionell machen, werden wahrscheinlich trotzdem die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil es viel bessere Methoden gibt. Aber für mich funktioniert das so sehr gut. Und wie ihr seht ja, es ist blasenfrei und erfüllt seinen Zweck. Da der Magnet sowieso immer so einen Millimeter pro Seite Aufmaß hat, braucht man sich auch nicht zu sehr darauf konzentrieren, dass man das perfekt trifft, da diese Form. Ich habe das dann so gemacht, oder ich mache das immer so, dass ich mit einem scharfen Messer dann einfach einmal um das Druckbett außen ringsherum gehe und nochmal diese 5/10 abschneide an Material. Und so sieht das dann auch absolut sauber aus. Musik.
Das war jetzt fast schon ein bisschen erschreckend, wie gut dieses PC ABS oder ABS PC auf dieser Platte gehalten hat hier. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das Zeug auf dieser Platte überhaupt hält, aber ihr habt es gesehen, es hat gut gehalten. Ich will dieses Video gar nicht zu lange jetzt in die Länge ziehen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit ASA Carbon drucken und gucken, ob das auf dieser Platte hält und dann nochmal mit Nylon. Ich mache einfach ein neues Vlog-Video dazu, ob da die nächsten Materialien auch auf dieser Platte halten. Ich habe jetzt den nächsten Druck auf den Sowohl S-Foil 0.1 gerade fertig. Das gucken wir uns noch einmal an. Und ich werde jetzt im Anschluss, wenn das Video gleich aus ist, werde ich die Konstruktion von diesem Lüfterhalter noch mal kurz anpassen. Ich habe nämlich gesehen, das blende ich euch gleich mal ein, leider einen Überhang in einem Radius. Und ich habe dann gemerkt, Überhang in einem Radius ist nicht ganz so günstig. Also das ist schwierig zu drucken. Deswegen habe ich noch mal so ein paar Stege in die Konstruktion von diesem Lüfterhalter einkonstruiert. Und jetzt gehen wir uns einmal ganz kurz die Vase drüben angucken, die der Sowohl S-Foil 0.3 gedruckt hat. Und dann würde ich sagen, beenden wir dieses Vlog-Video oder Vlog-Video und starten mit dem nächsten. Ich habe mal die Lampe hier oben mal kurz so ein bisschen hindrehen, so. Ich habe leider schon ein bisschen rumgefummelt. Es ist also schon lose, glaube ich. Ja, ist schon lose. Schade, ich kann es nicht abploppen. Ja, ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich glaube nicht. Hier sind so leichte Rattermarken auf diesen Flächen. Ich glaube nicht, dass das in dem Modell so vorgegeben ist. Und das ganze Ding ist ein bisschen oval geworden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das Ding oval sein soll oder ob das rund sein soll. Ansonsten, wie gesagt, ich habe hier nichts verändert. Also ich habe das Ding einfach nur im Vasenmodus gedruckt. Finde ich, sieht es erstmal gar nicht so schlecht aus, aber mehr dazu in dem eigentlichen Review zu dem Sowohl SV03 in einer der nächsten Videos. Okay, das war's zu diesem Vlog-Video. Ich mach's ganz kurz. Gebt dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Werdet Abonnent von diesem Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Ich sag dafür danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ach so, und falls ihr Fragen zu irgendwelchen Bereichen dieses Video habt, sei es Druckbetthaftung oder Sowohl SV03 oder was auch immer, schreibt's gerne in die Kommentare unten rein. Entweder antworte ich dann oder vielleicht noch ein anderer schlauer User, der eine Antwort für euch hat. So, ja, der Vorgang, den ich jetzt mache, oder das, ja, nochmal, wow, das war ja richtiger Quatsch.